Hallo und herzlich willkommen zurück zu True 4 4 Second Souls Part 1. Hier muss die richtige Reihenfolge gefunden werden. Wenn der Totenkopf in der richtigen Reihenfolge betätigt wird, dann wird er in dieser Position bleiben. Achso. Also ist der schon richtig, oder was? Ah. Und das war's nicht. Oh, toll. Das kann ja was werden. Also ist den, dann den, dann den. Dann den. Dann den. Nein. Ach, verdammt. Tada! Was? Es kann nach rechts oder links gedreht werden. Kommt dann immer wieder zurück und zu einer ursprünglichen Position. Die Kombination besteht aus einer Serie von Rechts-Links-Befehlen. Warte. Warte. So. Hier war doch irgendwas mit rechts-links. Die ersten beiden Male musst du nach links gehen. Die nächsten beiden Male nach rechts. Also zweimal links, zweimal rechts. Dann wieder zweimal links oder was? Was ist das? Ich brauche irgendwelche Orientierungspunkte, um die Scheiben richtig zu drücken. Hau doch nicht gleich ab! Ich muss doch erstmal lesen. Was ist das denn? Achso, ja. Dafür muss ich wahrscheinlich dann die Scheiben drücken. Ups. Mehrere Zahnräder fehlen. Korken, Schraubenschlüssel, Läufer. Tja. Na, jetzt sagst du dasselbe. Das ist auch dasselbe. Hier ist auch nicht viel anders. Will ich das öffnen? Text. Das ist die Handschrift meiner Mutter. Nein, sowas. Ich hatte einen Albtraum. Ich wanderte durch das Haus und fand einen Geheimgang. Unter dem Haus befand sich eine Art Ritualtempel. Ich weiß, es hört sich an wie aus einem schlechten Horrorfilm. Aber da war noch etwas anderes. Ein großer Steinsarg. Und auf ihm stand mein Name. Ich öffnete ihn und fand etwas darin. Etwas so Schreckliches, dass ich vor lauter Entsetzen aufwachte. Tja. Nein, sowas. Ja, warte, da gucken wir gleich. Etwas darunter. Darunter was bitte? Finden. Bitte, welcher? Für den Kopf braucht ein. Ach. Okay. Was denn für ein Kopf? Hier stand doch eben dieser Kopf. Auf einen Körper, ja. Was ist das? Ein Hammergriff. Warum geht denn das jetzt nicht? Was haben wir denn hier noch?
Fehlt mir noch einer von diesen Dingern hier? Ich weiß es nicht. Hier war eindeutig ein weiterer Kristall. Ja, das ist ja schön, dass er da war. Er ist es jetzt nicht mehr. Ja, was denn? Ach so. Sag das doch, Mensch. Das kommt, weil die Mira immer viel zu hektisch ist. Ne. Irgendetwas scheint noch zu fehlen. Was denn, welcher Stein? Ach ja. Ach so, ach warte mal, hier. Mach kaputt. Oh, sehr schön. Die sind aber hübsch. Was, wieso? Wieso geht das nicht? Ach hey. Es muss auch noch der richtige sein, aber natürlich. Ja. Und nu? Was habe ich denn jetzt nicht verstanden? Ach, da unten. Habe ich nicht gesehen. Was war denn das für ein Geräusch? Das ist ja furchtbar. Ja, ist ja gut. Nein, warte. Hör auf damit. Dieses Buch muss von anderswo geöffnet werden. Ja. Aber von wo denn bitte? Ach ey, was ist denn das? Na lecker. Es ist so schrecklich. Moment mal, auf dieser Notiz, auf dem Notizbuch, oh, was für Geräusche, ey, steht Laudius Immobilien. Haben Sie ihn etwa absichtlich hier hergeschickt? Ja, auf jeden Fall war das keine gute Idee, zumindest nicht für ihn. Ich habe das Mädchen bis zum Brunnen verfolgt, aber als ich meine Hand nach ihr ausstreckte, drehte sie sich um und ihr Gesicht. Es war das Gesicht meiner kleinen Angie, ich weiß es nicht. Allerdings war es fürchterlich entstellt. Na super. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ich habe mir beide Beine gebrochen. Aua. Ich komme hier nicht raus. Ich höre sie im Nebenzimmer. Ich kann ihre Schatten an der Wand sehen. Sie sucht nach mir. Bitte hilft mir. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Also die Geräusche sind voll schlimm. Aber gut gemacht. Du musst ihn ja auch nicht anfassen. Nein, nicht mit der Säge. Bisschen Respekt. Ja, was ist da? Ein alter zerbrochener. Oh, warte mal eben.
Was haben wir denn hier überhaupt noch? Stimmt, das haben wir ja auch noch. Aber dafür haben wir noch kein Dings, ne? Obwohl, warum zeigt er mir das denn an? Nein. Hilfe. Orientierung. Da kann ich nicht ran. Damit? Nö, dann weiß ich das jetzt gerade nicht. Ach so, ja, das ist... Ach. Mach mal ab. Was sollen wir denn hier noch machen? Dem Kompass fehlen immer noch einige Teile. Kompass? Räder sind kaputt. Ach. Ach so. Okay. Ja, ich will hier gar nicht hin. Nein, warte mal. Er zeigt doch da. Was willst du denn hier? Noch ein Vergraben. Das funktioniert tatsächlich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Schrankgriff. Schrankgriff, für was denn? Hierfür? Na dann. Ach, und hier können wir auch noch ran. Finde ich toll. Ja gut. Müssen wir erst was anderes finden. Eine halbe Schere. Ja, die wird uns weiterhelfen. Ach so. Machen wir das doch so. Da haben wir einen Schlüssel. Was ist das? Aha. Kann ich anscheinend auch noch etwas... Ja, ist ja gut. Beruhig dich doch. Etwas machen? Aber was? Ja, das macht ja keinen Sinn. Wir haben es ja abgemacht. Dann weiß ich das jetzt erstmal nicht. Dann lassen wir das erstmal gut sein. Sicherung reinmachen. Und jetzt müssten wir ja eigentlich auch Strom haben. Haben wir hier nicht schon? Ah!
Ach so, okay, ich dachte, ich müsste das verschieben. Aber dem ist wohl nicht so. Kann man die Dinger nicht auch aufschrauben oder wie war das noch? Eine Schaufel. Was kann ich denn hier schaufeln? Da. Und die vier. Da ist die 2. Keine Ahnung, wie viele fehlen mir denn? Aha. Ja, das war doch jetzt so klar. Na, no, ich hasse diese Dinger ja, ne? Das habe ich nie gerne gemacht. Ich fand die immer doof. Wahrscheinlich, weil ich das einfach nicht so drauf habe. Und ich auch überhaupt gar keine Geduld für so etwas habe. Genau deswegen. Ich mache hier voll Chaos, ey. Ah, schön. Schön, schön. Ja, also das LP wird sich ein bisschen in die Länge ziehen. Nein, das hat die Mira nicht drauf. Das hat die Mira nicht drauf. Ganz hart nicht. Ach komm. Sehr gut zu mir. Quäl mich doch nicht mit so einem Blödsinn hier. Nein. Ich hasse die Teile. Ehrlich. Ich glaube, die wurden immer ganz gerne an Kindergeburtstagen verteilt. Ne, also es war ja früher immer so, ich weiß nicht, ist es heute bestimmt auch noch so. Immer wenn ein Kindergeburtstag zu Ende war, hat man ja etwas mitbekommen. Solche Teile waren auch manchmal bei und ich habe sie gehasst. Ah! Danke. Entschuldigung. Das ging jetzt nicht anders. Ehrlich, für dieses Teil habe ich keine Nerven. Ja. Oh, ja. So. Weiß ich nicht, haben wir denn jetzt alles dafür? Es fehlen immer noch Teile. Okay. Müssen wir wohl weiter gucken. Nein. 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 Das? Ach komm. Danke. Danke, danke. Was denn hier noch? Beim Brunnen? Beim Brunnen? Was soll ich denn hier machen? Damit?
Was? Ein was befindet sich darunter? Ein Zimmer? Nochmal. Was mache ich denn jetzt damit? Korken? Möchtest du einen Korken haben? Nein, möchtest du auch nicht. Ja, hüpf runter. Was weiß ich denn? Ach. Ach so. Okay. Das habe ich gar nicht geschnallt. Ja, das finde ich total toll. Kann ich das haben? Zur Verteidigung. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Dolch. Ah. Das, oh, dieses Türknarren. Furchtbar. Tja, was stelle ich jetzt mit diesem Messer an? Ich sehe hier gar nichts, was ich damit anfangen könnte. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Ganz offensichtlich. Mann. Ja, und nun? Hat er mir hier eben was angezeigt? Nee, irgendwie verstehe ich das nicht. So ganz. Ach, das. Ach so. Konnte ich da eben auch schon ran? Oh, halt den Mund. Macht mich völlig nervös, ey. Das funktioniert nicht. Warum denn nicht? Ah. Das ist ein Schlüssel. Schlüssel hierfür? Ach ey, was ist das? Edelsteine. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist doch alles gut. Was war denn das für ein Sound? Jetzt kommen sie aus ihren Gräbern. Jetzt ist alles vorbei. Du Heilige. Ja, was mache ich denn mit den Edelsteinen hier? Alter Schwede. Was? Hier ist kein Text. Ha.
wieder rein? Ich weiß nicht. Wo sollen die denn hin? Vielleicht funktioniert das noch. Ja, ist nur die Frage, wie. Ich muss mir eben anders hinsetzen hier. Habe ich was übersehen? Funktioniert es ganz bestimmt nicht mehr. Was mache ich denn mit dir? Der Text lässt sich so übersetzen, während der Priester nur Augen für seinen neuen Gott im Osten hatte, okay, begab sich der Ritter, der unter dem Bann des Gelehrten stand, wieder nach Hause in Richtung Norden, wo die Königin auf seine Rückkehr wartete. Die Königin beobachtete ihren Mann im Westen. Ja, der König beobachtete den Priester, da er wusste, was ihn erwartet, dass es bereits zu spät war, um etwas zu unternehmen. Es hört sich nach einem Rätsel an. Finde ich nicht gut. Ja, arme Socke. Was mache ich denn mit dir? Ich will den hier auch nicht verunstalten. Was für Geräusche. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir anstellen soll. Nee. Ach, guck mal, da sind ja Dings. Dann brauche ich doch noch mehr von. Und wo kriege ich die? Hier Zahnräder. Okay, das geht gar nicht. Die kleinen finde ich toll, die sind flexibel. Ja, hör doch mal auf, Mensch. Ach, okay. Das schiebt mal zurück. Ja. Finde den Fehler. Nee, ich glaube, das war Quatsch. Alter Schwede, ernsthaft. Hol den mal da raus.
So, dass wir dich schon mal los sind. Hier haben wir eine. Ist das alles? Wie ärgerlich. Nun gut. Achso, ist der falsche. Uff. Nein, der ist doch richtig, lass doch. Okay. Oh Gott, was für Geräusche, Leute. Aber gut gemacht. Eine schöne Atmosphäre. Schön schaurig. So. So. Gottchen, jetzt muss ich das alles noch mal ein Stückchen verschieben. Na gut, macht ja nichts. Dann richten wir mal. Was denn? Ja. Wie irritierend. Ja, jetzt müssen wir es aber eigentlich langsamer haben. Immer noch nicht? Ha. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Jetzt ist das ja alles wieder futsch. Ist doch nicht dein Ernst. Okay. Toll. Toll. Das hätte ich eben auch schon haben können. Ja, wunderbar. Kann ich damit was kaputt machen? Ach ja, der war ja auch noch da. Aber wir kommen der Sache näher. Oh Gott, ich glaube, ich muss den Part gleich beenden. Ich weiß gar nicht, wie lang der jetzt ist.
So, einen noch. Bleibt nur die Frage, wo der eine ist. Der Griff des Schwertes hat die Form. Hier, mach doch. Okay. Wunderbar. Na, hier war das Pferd. Wo hatten wir denn noch nicht da? Was? Ich brauche Orientierungspunkte. Mechanismus. Okay, offensichtlich reicht das noch nicht. Aber ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal den Part, bevor wir hier irgendetwas aktivieren oder sonstiges versuchen. Und gucken dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal.